Kreis und liebes Team der Galerie. Vorausschicken möchte ich, ich werde ganz kurz eine Einführung zu beiden Künstlern und den Kunstwerken machen und danach, es ist so einmalig, dass diese Künstler aus Sevilla und Madrid extra hierhin gereist sind und jetzt auch beide hier sind, dass ich ganz gerne einen kleinen Dialog nachher mit den Künstlern halten möchte, mit Fragen, die sie bestimmt interessieren wird. Und das Ganze findet natürlich in Spanisch statt, wird aber von mir dann sofort simultan übersetzt, soweit es geht. Ich glaube schon. Magie, Spiritualität und Poesie. Das sind Begriffe, die dieser Kunst von beiden Künstlern ins Herz treffen. Es sind zwei Ausnahmekünstler, international agierend, mit großem Prestige, die wirklich auch in verschiedenen Kontinenten nicht nur ausstellen, sondern auch ständig in der Presse, im Fernsehen sind, sehr bekannt sind, in so vielen Messen teilnehmen, dass ich hier jetzt 20 Minuten für jeden erzählen müsste, in welchen Messen diese Werke vertreten sind. Deswegen möchte ich mich auf das Wichtigste konzentrieren und sagen, dass beide sich nicht nur den Menschen zum Hauptmotiv gemacht haben, sondern diesen auch in deren Würde und mit einer Noblesse zeigen, die wir sonst nirgendwo sehen. Sie sind unverwechselbar, die Kunst von diesen beiden Künstlern, mit einem großen Wiedererkennungswert. Und beide versuchen eigentlich den Begriff von Schönheit zu materialisieren auf eine Art und Weise, die uns emotional sehr tief berührt. Verbunden sind beide zwischen Tradition und Moderne. Verankert in kunsthistorischen Traditionen, natürlich durch das Genre, Malerei zum einen, die figurative Malerei überhaupt, der Mensch zum Thema und zum anderen Bronze als ein klassisches Material. Beide haben eine klassische Ausbildung an der Kunstakademie gemacht und was sie verbindet, ist eine akademische Präzision, eine Perfektion und ich würde sagen fast eine Hommage an den Menschen, die mit sehr viel Herz und sehr intensiv durch Reduktion malerisch und künstlerisch umgesetzt wird. Die Reduktion findet zum einen bei Salustiano in seiner Malerei statt durch die Monochromie, durch das Format, sehr häufig ein Tondo, und durch die Isolierung, Fokussierung auf ein Wesen. Diese Wesen bei Salustiano, die Sie hier in diesen runden Bildern sehen und hinter mir in einem sehr großen Bild, die sind überirdisch, sie sind makellos, sie haben einen eindringlichen Blick und sind von einer Schönheit, wie wir sie sonst eigentlich nur von der Renaissance kennen, aber eben verankert auch in der Zeitlichkeit, in der Modernität. Die Fokussierung auf die Figur findet auch statt, nicht nur durch die Monochromie, sondern schauen Sie genau hin, hinter mir haben Sie ein besonders schönes Beispiel. Man sieht eigentlich fast nur das Gesicht, man sieht die Hände, die Position, die Haltung, Mimik, Gestik. Und wir fokussieren so sehr darauf, dass wir eins zu eins vis-à-vis praktisch in eine nahezu intime Sphäre kommen. Wir sind im Dialog, in der Kommunikation mit diesem Wesen und es scheint nur für uns da zu sein, uns anzuschauen und sich zu positionieren. Maltechnisch perfekt gemacht, altmeisterlich, in sehr, sehr vielen Schichten gearbeitet, sieht man, wie das Inkarnat aus sehr verschiedenen, sehr sensiblen, unterschiedlichen Nuancen einer Tonigkeit entstehen. Wie kommt das zustande? Weil auch die Kleidung, alles außer Gesicht, Hände und vielleicht noch gerade Hals, in einer Tonigkeit gehalten ist, die mit dem Hintergrund verschmilzt. Und wir in unseren Köpfen, mit unseren Augen und unseren Seherfahrungen ergänzen praktisch die Konturen. Das ist sehr schön auch von dem Galeristen in dem Katalog beschrieben, der zu dieser Ausstellung herausgekommen ist, wo er noch darauf Bezug nimmt, dass wir als Betrachter da herausgefordert sind und es meisterlich gelingt, eben wirklich diese ganz feinen Übergänge so zu schaffen, dass man gar nicht genau weiß, wo ist die Kontur, wo ist die Figur zu Ende. Was sind das für Modelle? Es sind Modelle von Freunden, von Bekannten, von Freunden der Familie, aber auch Modelle, die er anspricht, die er sieht. Es sind Modelle, die ihm zum Medium dienen, um etwas zu transportieren. Weil Salustiano sagt,
Er ist eigentlich gar kein Porträtmaler, denn er möchte mittels der Figur, dieser noblen, dieser sehr makellosen Figur des Inkarnats, des Gesichts, dieses Blicks, Emotionen transportieren. Das ist seine Absicht, diese Emotionen zu transportieren. Kreisform als perfekte Form, ein Kreis, ein Tondi ist natürlich eine klassische Form auch der Renaissance, aber zugleich eben auch ein neutraler Format, ein neutrales Format, wo die Figur, die sehr zentral im Mittelpunkt steht, eben eine Spannung aufbaut zu den Umrisslinien, sehr fokussiert werden kann durch dieses runde Format. Es hat keine Ecken, keine Kanten, das heißt auch keine Wertigkeit und damit eben neutral. Rote Farbe dominiert in sehr vielen Werken, aber auch schwarz. Rot hat viele Symboliken, obwohl Salustiano sagt, eigentlich geht es ihm gar nicht um diese Symbolik. Man assoziiert vieles damit, man hat Emotionen, wenn man rotes Bild sieht. Darum geht es ihm. Emotionen, die Assoziationen zu Feuer, zu Blut, zu auch Göttlichem hervorrufen, das ist das Ausschlaggebende. Aber auch schwarz. Schwarz hat für ihn nicht die Bedeutung, die vielleicht für manch unsere Person das hat. Schwarz ist sozusagen ein Glücksmoment, weil kurz danach eigentlich die Morgendämmerung entstehen kann. Das heißt, Ausgeglichenheit, Glücksgefühl, Ruhe, Stabilität, Spiritualität wird damit ausgedrückt. Sie sehen ja hinter mir ein Exemplar davon, sodass Sie das wirklich nochmal für sich erfahren können. Dann ist die Botschaft darin vor allen Dingen, dass Salustiano an den Menschen glaubt, an die Schönheit des Menschen, an das Noble des Menschen. Und wenn man ihn fragt, wir wollen ja nachher noch eine kleine Diskussion halten, da werde ich nochmal fragen, was für ihn Schönheit bedeutet. Das ist sehr komplex, worauf ich nochmal hinweisen möchte. Die meisten Werke sind aus den letzten Jahren entstanden und eine Serie ist besonders präsent hier, nämlich Präsenz plus Quamperfekt. Und dazu hat er einen wunderschönen Text geschrieben, den ich kurz zusammenfassen möchte. Beide Künstler sind ja mitten im Leben, haben schon sehr viel Erfahrung, Schaffenserfahrung hinter sich und sind sozusagen auf einem Gipfel angelangt, auf einem ersten Schaffensgipfel. Als Künstler muss man immer eigentlich mit einem Gefühl sich auseinandersetzen der Unzufriedenheit. Eine hohe Unzufriedenheit im Prinzip für ihn vor allen Dingen, weil immer wenn er ein Werk malt, er doch im Gedanken hat, es hätte noch perfekter werden können, das nächste wird noch perfekter. Und dadurch kommt eine Energie zustande, ein Motor zustande, der in unserer Kultur es geschafft hat, die Menschen dazu zu bringen, zum Beispiel die Pyramiden in Ägypten zu bauen. Und was er aber jetzt gemacht hat, vor ein paar Jahren, ist zu merken, eigentlich hält ihn das davon ab, die Ergebnisse, das, was er bisher schon geschafft hat, zu genießen. Also geht er jetzt davon aus, dass Präsenz ist perfekt. Nicht nur perfekt, weil er liebt das Absolute und hat hohe Ansprüche, sondern plusquamperfekt. Also ist jetzt Präsenz plusquamperfekt sein Thema gewesen, der letzten Werke. Jesús Gudiá hat ebenfalls eine akademische Laufbahn hinter sich. Er war zeitlang auch ein Professor an einer privaten Universität in Madrid. Sein Vater war auch Maler, sodass er sehr früh sich mit Malerei auseinandergesetzt hat. Ich sage jetzt auch Maler, weil seine Anfänge in der Malerei stehen. Aber als er dann in der Akademie gelernt hat, hat er sehr früh gemerkt, die Skulptur, die beinhaltet zum einen das wahnsinnig Interessante der Mehr- und Vielansichtigkeit eines Objekts und des Volumens, das Spiel mit dem Raum. Also hat er sich dann der Figur, der Bronze, der Skulptur gewidmet. Auch er hat eine lange Auseinandersetzung mit verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung einer Figur hinter sich. Die Anatomie ist nicht vordergründig, sondern viel eher sind seine Typen aus Kulturen, die nicht nur aus westlichen Kulturen, sondern eben aus asiatischen, afrikanischen Kulturen stammen. Physiognomien, die eigentlich eher nicht ganz weiblich, nicht ganz männlich sind. Bei dieser Figur ist das auch so ein bisschen zwiespältig. Diese Figuren haben keine Haare. Diese Figuren sind nicht individuelle Porträts, sondern sie sind so etwas wie Universalmenschen. Sie stellen aber die Ästhetik, die Schönheit des Menschen dar, die Proportionen des Menschen, die Größe des Menschen. Mit Titeln wie zum Beispiel Wächter, wie diese Figur hier,
die jetzt auch die Größe hat, dass es wirklich imposant ist, wenn man davor steht und den wirklich auch das abnimmt, dass er ein Wächter ist, hat er ganz bestimmte Begrifflichkeiten, ganz bestimmte Themenbereiche, die ihn auch persönlich sehr berühren. In dem Katalog hat der Galerist Michael Marx geschrieben, es ist ein Faszinovum, diese Patina, diese Qualität der Textur, das finde ich auch, das ist sehr ausschlaggebend, diese Schönheit auch der Textur, diese Oberflächen, die sind sehr, sehr abwechslungsreich, sind zum Teil auch mit Bläschen überzogen. Diese Materialität hat ihre eigene Ästhetik, ihre eigene Qualität. Die Typen sind nicht eindeutig, aus vielen verschiedenen Kulturen, männlich, weiblich zusammen, und dazu kommt auch noch die Kombination von verschiedenen Materialien. Wir haben ja zum einen eben die Bronze, aber es ist immer auch verbunden mit anderen Materialien oder zumindest mit geometrischen Formen. Es ist die Vielfalt, die Spannung, die zwischen Figuren von kleinen Jungs, die eine Pyramide oder eine Wirbelsäule aufbauen, wie da drüben in den Raum, ganz verspielte Rundungen, offene Konturen, offene Linien und den geometrischen, fast schon in manchen Figuren dreieckigen Formen, die einfach der Rumpf, die Eleganz und die Form des menschlichen erwachsenen Körpers ausmacht. Breite Schultern, schlanke Beine und ein sehr ästhetischer, runder Kopf. Und diese Thematik, geometrische Formen, fließende Formen, kindliche Formen, diese Vielfalt, die greift er in seiner Kunst auf. Eine Botschaft, ja, auch für ihn ist die Botschaft wichtig. Er sagt aber, ja, jeder Mensch hat eine eigene Welt, eine eigene Erfahrungswelt, und mit diesen Augen wird meine Kunst betrachtet. Das heißt, die Interpretationen sind vielfältig, und ich liebe das, weil man dadurch sich dieses Werk eigentlich zu eigen macht. Jetzt möchte ich aber gerne zu den Künstlern gehen und einen Dialog aufbauen. Das ist fantastisch, dass die beiden hier sind. Ich werde Fragen stellen und dann eben auch übersetzen, weil die Künstler es eben auch im Spanischen dann beantworten werden. Ja.